In Bayerisch Kölldorf stand zwei Tage lang die Musik im Mittelpunkt. Beim Bezirksmusikertreffen kamen insgesamt 30 Musikkapellen zusammen, um gemeinsam zu musizieren. Für uns bedeutet das einmal immens viel Arbeit, einmal zuerst. In erster Linie natürlich sind die Einnahmen auch nicht schlecht, dass der Verein weiterleben kann. Aber im Grunde geht es um das Gesellige, dass Musiker wieder nach langer Zeit zusammenkommen und wieder ihre Feste feiern können. Am Freitag haben wir 18 Kapellen zu Gast gehabt da, die hier auf diesem Platz einmarschiert sind und hier empfangen geworden sind. Und im Anschluss hat es dann die Festlichkeit in der Thermenlandhalle in Bayerisch Kölldorf gegeben. Der Startschuss erfolgte mit dem Einmarsch der Gastkapellen am Dorfplatz, wo die Musiker vom Musikverein Bayerisch Kölldorf und zahlreichen Ehrengästen begrüßt wurden. Begrüßen und willkommen heißen. Und ich wünsche euch heute einen schönen Abend. Ganz eine tolle Sache und ich denke mir einfach, was wäre unser Leben ohne Musik? Wäre gar nicht zum Ausdenken. Wir brauchen unsere Musikkapellen und alle Musikerinnen und Musiker, weil sie einfach bei erfreulichen, aber auch bei traurigen Anlässen dabei sind und dadurch unser Leben auch etwas versüßen. Im Anschluss erfolgte der offizielle Festakt am Sportplatz. Dabei brachten die Musikkapellen den Ort gemeinsam zum Erklingen. Also es ist sehr, sehr positiv, wenn man schaut, beim ersten Musikertreffen in Unterlamm haben wir 50 Kapellen gehabt, jetzt sind über 30. Wir haben ein Jugendcamp gehabt, wir haben ein tolles Vulkan-TV-Team, die uns Beiträge einstellen. Wir haben in Unterlamm über 30.000 Klicks gehabt. Wir haben beim Jugendcamp über 25.000 Klicks. Also was will man mehr? Es ist ein Traum momentan im Bezirk und auch mit den Musikschulen, die Zusammenarbeit. Es kann momentan gar nicht besser laufen. Franz Mondschein wurde zum Abschluss eine große Ehre zuteil. Der Bezirksobmann bekam die Verdienstmedaille in Gold des österreichischen Blasmusikverbands überreicht. Danach wurde gemeinsam gefeiert. In der Thermenlandhalle fand das Bezirksmusikertreffen einen schwungvollen Ausklang.